Mit Mitmenschen, die sich an die Regeln halten, ist es eben deutlich leichter. Und diesen Standpunkt vertritt auch unser Kollege Juri Sonnenholzner. Da warte ich am Band der Supermarktkasse und dann das. Es hört sich an, als würde er hinter mir stehen. Aber es ist nur ein anderer Kunde. Keinen Meter weg spüre und höre ich seinen Atem in meinem Nacken. Er macht mir Angst. Ist es nach Monaten, in denen ich mich mit Einkaufen, Leute treffen, normales Leben führen, zurückhalte, nun vielleicht er, der mich ansteckt? Immerhin, er trägt eine Maske. Auf manchen Partys sind die ganz weg. Brauche ich nicht, bin jung und fit, heißt es da. Yo, es geht aber nicht um dich. Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit der anderen beginnt. Ich bin die anderen. Und er, Benny, 30, schleichender Muskelschwund. Covid-19 würde er vielleicht nicht überleben. Oder sie, allesamt die Schwächsten einer Infektionskette, die ihr Maskenverweigerer und Maskenvergesser weiterknüpfen könntet. Das ist asozial. Wenn ihr schon den Starken spielen wollt, dann beweist doch mal Stärke, indem ihr auch gegen Widerstände aus eurem Umfeld die Maske tragen könnt, dass ihr andere beschützen könnt, was den Starken wirklich auszeichnet, und dass ihr nicht wegen ein bisschen Stoff im Gesicht winselt. Reißt euch am Riemen und nicht die Maske vom Kopf. Das ist meine Meinung. Und ihre?